Also, liebe Leute, jetzt geht es weiter mit dem Fersensporn oder die Entlastung der Achillessehne. Ja? Nochmal für euch als Wiederholung hier die Muskulatur. Da haben wir den Gastrocnemicus medialis lateralis, den Zwillingsmuskel. Und darunter haben wir den Soleus. Ja? Zusammen nennt man das den Triceps soire. Und das Ganze verjüngt sich hier, wird zur Achillessehne und setzt hier am Calcaneus an. Und ihr seht schon, wenn hier zu viel Spannung drauf ist, ne, dann entsteht ein Zug hier auf der Ferse. Und dieser dauerhafte Zug, der kann dafür sorgen, dass da ein Fersensporn entsteht. Ein Knochenmaterial bildet sich, was da nicht hingehört, und es kann für Entzündung sorgen. Das Gleiche gibt es auch hier. Und das Ganze hört faszial natürlich nicht hier auf, sondern setzt sich hier fort. Plantarfaszie geht hier immer weiter. Ja? Das Ganze können wir versuchen zu entlasten, auch wenn die Achillessehne sozusagen etwas überlastet ist. Ich habe das schon mal vorbereitet. Wir haben hier mehrere Tape-Streifen. Den ersten setze ich unten am Fuß an. Wichtig ist, dass der Fuß über die Bank, über der Bank hängt. Und das Ganze wird hier erstmal befestigt. Ja? Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, ich öffne es einmal hier. Nehme das schon mal hier weg. So, warte. So. Jetzt ziehst du mal den Fuß zu dir. Jetzt können wir mal mit maximalem Zug arbeiten. Also maximal nach oben ziehen, über die Ferse. Mein Oberschenkel kommt hier gegen den Fuß. Jetzt halte ich hier oben fest und das Ganze wird jetzt hier einfach nur noch weiter begleitet ohne Zug. Klebt es nicht zu lang, wir wollen nicht in die Kniekehle reinkleben. Ja? Das Ganze wird aktiviert durch Reibung und dann nehmen wir gleich unseren zweiten Streifen. Den habe ich hier schon zugeschnitten. Ja? Wichtig ist nur, bis wohin ihr schneidet, das ist so ein bisschen Erfahrungssache. Ich mache jetzt zwei Einrisse, damit es schon vorbereitet ist. Hier einmal den Anker, den kann ich schon mal abtrennen. Den setze ich wieder an die gleiche Stelle, trenne das Papier jetzt ab, Fuß zu dir ziehen, maximaler Zug nach oben. Ja, ich fixiere mit meinem Oberschenkel und jetzt habe ich hier zwei Streifen und gehe jetzt an der Außenseite hier entlang zur Mitte. Und den äußeren Anteil zur Mitte. Jetzt haben wir die Wadenmuskulatur schon schön abgebildet. Wir können das Ganze aber noch weiter unterstützen. Und zwar habe ich hier noch einen Tape-Streifen um die Knöchel von außen, um dann noch mehr Stabilität zu schaffen. Öffne das Ganze in der Mitte, du ziehst den Fuß zu dir. Das wird hier erstmal angesetzt. Und dann an den Seiten hier über den Knöchel, auf beiden Seiten, einmal hier. Da hoch und auf der anderen Seite auch. Und es ist immer noch nicht genug. Jetzt haben wir noch einen, um die Achillessehne direkt hier zu entlasten. Und zwar kommen wir jetzt von oben, Fuß wieder zu dir ziehen und von der über die Achillessehne, über die Knöchel, über die Malleoli nach vorne. Eine sehr kompakte Tape-Anlage für den Fersensporn, für die Entlastung der Wadenmuskulatur. Du kannst jetzt gerne einmal aufstehen und stellst dich am besten dahin, drehst dich einmal um, dann können wir von hinten mal gucken. Ja, also wir haben einmal den hier in der Mitte, den inneren und äußeren Anteil des Gastrocnemicus, dann seitliche Stabilisation für die Knöchel und Entlastung der Achillessehne von hier nach dort. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Probieren.